Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern, diesmal ein bisschen aus dem sonnigen Süden während der Herbstferien. Aber was liest man da aus Bayern? Da liest man vom Bayerischen Rundfunk, dass angeblich in jeder Kita in Bayern psychische oder physische Gewalt an Kindern vorkomme und das fast jeden Tag. Eine doch recht steile These, die da aufgestellt worden ist und die wohl aus einem Buch herrührt, was eine Dame geschrieben hat, die 27 Jahre in der Kita-Branche, so will ich es mal jetzt nennen, gearbeitet hat. Einige Jahre auch als stellvertretende Kita-Leiterin. Und danach hat sie Weiterbildungen gegeben und hätte im Rahmen dessen eben so viel gesehen, so viel mitbekommen, dass diese These jetzt von ihr und oder vom Bayerischen Rundfunk so entsprechend aufgestellt wird. In jeder Kita in Bayern, käme es fast jeden Tag zu physischer oder psychischer Gewalt gegenüber Kindern. Wir lassen das mal so stehen. Freuen uns auf entsprechende Reaktionen in den Kommentaren. Wir selber glauben mal ganz gut und ganz viel mitzubekommen, so was in der Kita-Welt passiert, können uns über diese Zuspitzung doch nur etwas wundern. Natürlich, wir sind nicht jeden Tag in jeder Kita in Bayern und somit können wir natürlich hier nicht den Gegenbeweis antreten. Aber was immer ganz interessant ist, das macht ja der Jurist ganz gerne, ne? Er überprüft immer jedes Argument gleich auf stichhaltige Logik. Und jetzt überlegen wir einmal, da stellt diese Behauptung jemand auf, der 27 Jahre in diesem Bereich gearbeitet hat, stellvertretende Kita-Leitung und danach Coaching, Supervisionen, Weiterbildungen und so weiter gegeben hat und kommt zu dem Ergebnis, dass heute, jetzt aktuell, in jeder Kita in Bayern es zu fast jeden Tag, das muss ich noch als Einschub dazu bringen, also fast jeden Tag, das heißt 99% aller Tage wahrscheinlich, aller offenen Tage, es zu psychischer Gewalt an Kindern kommen würde. So, und jetzt mal die Logik, ne, hervorgekramt. Heißt das dann nicht, dass die letzten 27 Jahre als stellvertretende Kita-Leitung und als Weiterbildnerin in diesem Bereich dann recht erfolglos gewesen sein müssen? Weil, ne, es ist anscheinend immer noch so, dass es jeden Tag dazu kommt. Also insofern wundert uns das Ganze ein bisschen. Vielleicht, ne, ein neues Buch ist geschrieben worden und es muss ja natürlich dann auch ein bisschen zugespitzt werden, das Ganze. Das verstehen wir durchaus, aber es diskreditiert doch wohl nicht nur die überwiegende Anzahl der Erzieher, die aus unserer Erfahrung sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen, sondern es diskreditiert, glaube ich, auch diverse Leitungen, unter deren Aufsicht das Ganze dann stattfinden muss, diverse Träger, die auch sehr hinterher sind, was die Arbeit am Kind angeht. Also insofern wundern wir uns darüber. Auch das kommt vor. In dem Sinne, morgen geht es sicherlich weiter. Bis dann.